Beautiful. Just beautiful. All right, just the guy I need to talk to. All right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the Crusher in Harwood, all right? Der tote Passagier ist auch eine nette kleine Mission. Im Prinzip ist es wieder mal nur, man fährt von A nach B. Aber mit einem kleinen Gimmick und einer kleinen Herausforderung. Man muss sich erstmal diesen Wagen schnappen, von dem Joey gesprochen hat. Der da an der Tankstelle steht, mit einer Leiche im Kofferraum. Man wird die Leiche auch unweigerlich sehen, weil ich oft genug gerammt werde, dass der Kofferraum abfällt. Man muss dann den Wagen nur zur Schrottpresse bringen, damit der sauber zu einem Schrottwürfel verarbeitet wird. Aber, und das ist jetzt auch jetzt soweit, jetzt wo man in den Wagen einsteigt, da rechts sieht man eh schon den Wagen. Die Forelli-Brüder sind auch am Start. Ich weiß nicht, ob sie gewusst haben, dass die Leiche auch im Kofferraum ist oder warum sie jetzt genau da stehen. Die machen einen den Weg zur Schrottpresse nicht ganz leicht. Die sind schon recht aufdringlich, aber sie sind jetzt nicht... Also jetzt sind sie noch kein großes Problem, man muss einfach nur schon drauf weiterfahren. Ist halt ein bisschen nervig, dass sie dir im Nacken hängen, aber hey Mann, es ist schließlich ein toter Bruder von ihnen im Kofferraum. Aber sonst gibt es kein Problem mit der Polizei oder ähnliches, man muss nur von A nach B fahren wieder mal. Aber wenn man dann bei der Schrottpresse angelangt ist, dann ist mein kostenloser Tipp an euch, Obacht! Einer der beiden, ich glaube es sind ja zwei Wägen, einer der beiden steigt aus und versucht euch so zu erschießen, aber der andere Wagen, der will euch einfach überfahren. Und beim ersten Mal hat es bei mir sogar funktioniert, das heißt, ich muss die Mission sogar neu starten. Der versucht euch einfach Platz zu fahren, das ist die bessere Methode in dem Spiel, ich habe es schon oft genug gesagt, wenn man sich um jemanden kümmern will, ist nun mal so. Und da einfach aufpassen, dass sie es nicht schaffen. Ansonsten muss man den Wagen vorher natürlich in die Markierung fahren, damit der Kran das Ding anhebt und in die Presse reinhebt. Und da ist jetzt der erste Kerl, den kann man sauber erschießen, weil er läuft auf dich zu. Aber der andere, der sich irgendwo da hinten, da fährt er, der gelbe Wagen, der will dich tatsächlich plattfahren. Was wie gesagt, es ist eine gute Methode, aber es ist trotzdem Bastard dafür, dass es versucht. Also obachten, $10.000 und dann war's das.